Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry Primal. Wir haben endlich einen neuen Bogen, einen stärkeren Bogen und einen starken Begleiter. Wir sind jetzt also bestens ausgerüstet für neue Abenteuer. Oh, ich sehe gerade, du hast... Bist ein bisschen verletzt. Hier, komm, friss ein bisschen. Unser lieber... Wie nennen wir ihn? Bagheera vielleicht? Auch wenn es kein Panther ist, sondern ein Jaguar. Und nun werden wir uns auf den Weg machen. Ich dachte mir, wir werden die nächsten Episoden damit verbringen, hier den Süden weiter zu erkunden. Zum einen, weil wir hier ja noch enorm viel zu entdecken haben und uns dann langsam hier in diese Region vorwagen können. Und zum anderen, weil wir unheimlich viele Handwerksgegenstände herstellen können, die einfach Südstein brauchen. Wir sehen das hier oben in der ersten Reihe. Das braucht alles Südstein. Oh, hier die Großelchhaut. Eine davon hatte ich ja letztens gefunden. Das hatte ich ja schon angesprochen. Ja, und die anderen, hier braucht man überall Felle für. Die werden wir vielleicht auch im Süden finden. Schauen wir einfach mal. Hier brauchen wir auch seltenen Südstein für. Also ich denke mal, der Süden ist auf jeden Fall eine Richtung, in die man mal gehen kann. Da waren wir noch nicht so viel. Wir waren meistens im Norden. Gehen jetzt hier schön in den warmen Süden diesmal. Lassen die Kälte hinter uns. Es wird ja auch draußen hier in der echten Welt, hoffe ich, langsam mal ein bisschen wärmer. Deswegen passt das ja vielleicht ganz gut, hier mal Richtung Süden zu gehen. Die ersten Zugvögel habe ich auf jeden Fall schon gesehen, die letzten Tage. Rothunde, wie ich euch hasse. Ich brauche euer Fell nämlich nicht und ihr seid unheimlich penetrant und belästigt einen dauernd. Wir verbinden das ganze Gefarme natürlich mit Nebenquests. Ich bin ja jetzt nicht nur hier in den Süden gekommen, um nach Südstein und so weiter zu suchen. Sondern wir wollen natürlich in erster Linie Quests machen. Wie zum Beispiel die hier, wo wir, glaube ich, wieder Leute töten sollen. Paku, Holzunterschlupf. Ja, ich bin ja schon da. Was gibt's? Pischam, Maisila Maribaudarsch, Dwashdramam, Hanam Pachash. Aishisila Manarsch, Napalpaiska Winje, Marimhai, Nseishanchi. Okay, wir sollen die Isila vertreiben. Das ist bestimmt diese Quest hier. Wir nehmen direkt noch die hier an. Ich glaube, die Isila sind so ähnlich wie die Udam. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie Menschenfresser sind, aber sie sind auf jeden Fall ein Volk, was unserem nicht positiv entgegensteht. Vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr drüber wisst, wenn ich das irgendwie verpasst habe. Ich habe nämlich, ich weiß auch nur, was die Isila sind, weil ich es letztens in einem Tooltip gesehen habe. Da stand dann irgendwie, ja, die feindlichen Udam und Isila. Ich dachte irgendwie die ganze Zeit immer, wir kämpfen nur gegen die Udam. Keine Ahnung, wer die Isila eigentlich sind. Vielleicht wisst ihr das ja und könnt mir da einen hilfreichen Tipp, ja, eine hilfreiche Information geben, vielmehr. Was hast du denn, gute Frau? Isila Winja Guanarsch. Chauham Hinacharsch. Koi Nacham Dahash U Chauham Hai. Isila Shanchi. Winja Brashtar Sapal Dausmas. Okay. Da machen wir das doch als erstes. Die Isila scheinen ja hier so den Süden zu. Ja, wie soll man sagen? Zu beherrschen, mehr oder weniger. Und die Udams sind dann vielleicht mehr im Norden. Könnte ja sein. So, mal gucken, wo uns die Quest hinführt. Oh, das ist doch auch doch wieder Schiefer. Ich bin ja scharf auf den Südstein. Aber Schiefer können wir, glaube ich, auch ganz gut gebrauchen. Dieses Gebiet wird von einem feindlichen Stamm kontrolliert. Finde ihr Lager und brenne es vollständig nieder. Alter, das ist aber nicht die feine Art, würde ich sagen. Einfach nur, weil hier ein anderer Stamm ist, zu sagen, okay, ihr seid unsere Feinde und wir mögen euch nicht und deswegen töten wir euch alle und brennen alles nieder von euch und eure Kinder auch und scheiße wieso auf euch. Naja, aber vielleicht war das in der Steinzeit so. Wieso habe ich jetzt so einen komischen Balken bekommen? Oben in der Mitte, für was steht der?
Darf ich eigentlich entdeckt werden? Eigentlich ja, oder? Es wurde ja nichts gesagt. Ach, ich weiß, ich glaube, ich weiß, wofür der Balken steht. Der Balken steht wahrscheinlich einfach dafür, für die Anzahl an Gegenständen, die wir niedergebrannt haben, würde ich jetzt einfach mal schwer vermuten. Je mehr wir anzünden, desto höher wird der ganze, die ganze Chose wahrscheinlich steigen. Oh, da ist ein Gegner. Den schalten wir natürlich vorher aus. Die sehen jetzt auf Anhieb gar nicht so böse aus. Na gut, die Udam. Auch nicht so, oder? Oder so gesehen sehen wir alle böse aus. Und hier der eine Avenger hat uns angepisst. Also wenn der nicht aussieht wie ein geisteskranker Irrer, dann weiß ich es auch nicht. Den Jägerblick an. Hier gibt es auf jeden Fall eine Menge. Erstmal schön in den Kopf. Der wundert sich gar nicht, was da los ist. Oh, 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 jetzt aber. Ah, das hat wehgetan. Schön in die Schulter. So, den letzten mache ich dann mit dem Speer. Ah. Mein Tierchen macht es schon. Ach komm. Ich zieh einfach alles an. Alles anzünden. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, etwas anzuzünden. Außer einfach drauf zu kloppen. Ich finde das ein bisschen brachial, immer so drauf zu kloppen, aber mir fällt nichts Besseres ein. Aber es sieht soweit ganz gut aus eigentlich, was wir hier tun. Auf jeden Fall sehen die nicht ganz so böse aus wie die Udam, finde ich. Boah, pass auf jetzt. Bam! Es ist so geil, wie die wegfliegen. Mit der dicken Keule hier. Und? Komm her! Ah, Mist, da hat mein Panther schon zuerst zugeschlagen. Entkomme aus dem Gebiet, alles klar. Machen wir das doch. Komm mal her, mein Bagheera. Nee, nee. Hier, friss das. Frisches Fleisch. Frisches Menschenfleisch. Mm. Haben wir dafür jetzt was bekommen? Einen Fähigkeitenpunkt vielleicht? Oder nur Erfahrungspunkte? Steht einfach nur Erfolg, ja. Gut. Danke. Was haben wir noch zu tun? Oh, wir haben Lagerfeuer, die wir noch nicht entdeckt haben. Dann erobere ich mal doch hier das kleine Lagerfeuerchen. Habe ich den Jaguar eigentlich schon, den normalen? Leopard, seltener schwarzer Löwe. Ja, den normalen Jaguar habe ich schon. Ich habe übrigens einen seltenen schwarzen Löwen gefunden. Den musste ich leider töten. Der war nicht zähmbar, also er hat mich wahrscheinlich zuerst gesehen und normalerweise klappt es ja dann immer, dass man ihm trotzdem einfach Fleisch vorwirft und selbst wenn man ihn angeschossen hat, werden die trotzdem immer noch lieb. Aber bei dem ging es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er selten ist, dass die ein bisschen schwieriger zu zähmen sind, was das angeht. Oder ob es einfach in dem Moment verbuggt war oder so ähnlich. So, Lagerfeuer haben wir entdeckt. Da machen wir hier die komische, das zufällige Event noch. Snipen mal hier eine Runde.
Der weiß gar nicht, wo wir sind. Kann das sein? Jetzt weiß er es, aber dann war es zu spät. Alter, ins Gesicht der Pfeil. Okay, bei ihm auch. Das sind alles Frauen, oder? Sind das alles Frauen? Nee, er ist ein Typ. Und er auch. Aber die haben mehr Frauen, glaube ich, als die anderen. Du siehst aber aus wie einer von uns. War ich zu spät? Haben sie ihn schon getötet? Oh, hier gibt's Großelche. Jagdschwierigkeit sehr schwer. Und so ein Mammut habe ich auch schon erledigt. Ein Wollnashorn meine ich natürlich. So, dann gehen wir mal hier auf die Insel. Ah, guck mal, hier gibt's auch diese Beißfische. Die brauchen wir auch noch für irgendeine Tasche. Was tut denn so ein Knurren? Soll ich dir eine meiner Keule geben oder was? Plus ab. Wir gehen mal lieber weiter im Text. Ein bisschen was erobern. Ja, viele Teile bei in Far Cry drehen sich ums Erobern und Erkunden. Man kann das Spiel auch ohne spielen, aber ich glaube, dann wäre man in 5 Stunden Spielzeit durch und hätte auch nicht so viel Spaß dabei, weil man eigentlich die Sachen, glaube ich, auch braucht, um alles freizuschalten oder um die coolen Sachen freizuschalten. So war es zumindest früher immer. Die richtig guten Waffen hat man eigentlich erst einmal freigeschaltet, wenn man... Guck mal, er... Die richtig guten Sachen hat man eigentlich immer erst freigeschaltet, wenn man wirklich alles erkundet hat. Also zum Beispiel alle Außenposten einnehmen. Da gab es dann eine Waffe für... Ich weiß noch, am letzten Far Cry gab es so einen Tempel, wo man... ja, so eine Arena, wo man so Duelle... Ja, nicht Duelle, es war eher so ein Gemetzel, wo man jetzt verschiedene Angriffswellen von Gegnern und Tieren überleben musste. Und wenn man dort alle Events beendet hat, dann hat man eine richtig gute Belohnung bekommen. Ich glaube, das beste Gewehr im Spiel gab es dafür. So, wollen wir doch mal gucken, was wir haben. Hier sind auf jeden Fall einige Gegner. Hoffentlich machen nicht wieder einige mehr Bunga Bunga im Zelt. Das haben wir auch schon erlebt. So, dann wollen wir uns mal hier möglichst stealthy reinschleichen. Das ist doch, glaube ich, eine Frau, oder? Die ist da bestimmt gerade am Kochen. Aber so ist das Leben, liebe Leute. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. So auch hier in der Steinzeit. Wenn man das Unfall nennen möchte. Oh nein. Das war schlecht. Ah, nein. Ah, zu spät. Jetzt kommen hier die ganzen Affenköpfe. Jetzt muss ich mich erstmal zurückziehen. Jetzt kommen die von überall. Oh, und das sind nicht wenige. Jetzt wäre es zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich ein paar Takedowns ausführen könnte. Oh Gott. Ach, komm schon. So, die Verstärkung habe ich jetzt fast ausgeschaltet. Das Schlimme ist eigentlich immer die Verstärkung. Wenn man das schafft, die zu umgehen, dann ist die ganze Sache eigentlich halb so wild. Und mein Tier müsste ich mal häufiger einsetzen. Obwohl, der ist hier schon sowieso schon fast tot. Obwohl der gar nichts macht, oder?
Wer bist du denn eigentlich? Bist du der Anführer? Wieso hast du so ein anderes Symbol über deinem Kopf? So, einen haben wir noch. Hey. Aha. Zack, Junge, in den Kopf. Jetzt dürften wir auch wieder ein paar Leute dazu bekommen für unser Volk. 3 von 15 erst. Wow. Also Leute, wir haben noch einiges vor uns. So, wo ist denn mein Tierchen? Lass dich mal dringend heilen, mein Guter. 70 Bevölkerung schon. Ich weiß gar nicht mehr, was das Maximum war. Es war aber auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich glaube, man konnte da schon einige Leute rekrutieren. Waren es 500 oder so? Auf jeden Fall waren es einige. Ah, ich glaube, unsere Taschen sind eh recht gut gefüllt. Es lohnt sich jetzt gar nicht groß, hier das alles zu plündern. Hier so Schilf können wir noch gut gebrauchen. Wir könnten mal auf die Suche gehen nach diesem Beißfisch. Für was brauchten wir denn nochmal hier? Für Speergürtel. Speere, da kann ich richtig gut noch einen fünften von gebrauchen. Beißfischhaut. Die Frage ist nur, wie jage ich die denn unter Wasser? So, mit dem Speer? Nee. Den kann ich unter Wasser nicht benutzen. Wie kann ich denn einen Fisch fangen, ohne zu tauchen? Na? Das wird eine Herausforderung, glaube ich. Dann stellen wir mal ein paar von her. Haben wir einige verbraucht von den Pfeilen. Wie stelle ich die her? Wie töte ich die, meine ich? Kann ich die Keule benutzen unter Wasser? Auch nicht. Kann ich das hier benutzen? Oh, da haben wir auf jeden Fall ein Krokodil. Ich habe ja auch nicht groß irgendwelche Bomben oder so, die ich benutzen könnte für die Fische. Das ist mir ein bisschen rätselhaft, wie man das macht. Beißfische jagen. Ich glaube, ich lasse das erstmal, sonst wird das eh nur zu frustrierend. Was könnten wir denn noch tun jetzt? Viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Wir könnten mal in die Richtung hier aufbrechen. Vielleicht finden wir einen Großelch. Da brauchen wir auch noch Haut von. Und ansonsten machen wir uns einfach schon mal ein bisschen auf den Weg Richtung nächster Hauptquest. Unseren Medizinmann. Der möchte da irgendwas von uns. Wahrscheinlich sollen wir wieder irgendwas töten. Die Elche sind auf jeden Fall sehr, sehr schreckhaft. Man muss da wirklich nur so ein bisschen zu schnell ankommen, dann hauen die direkt ab. Wölfe sollen mich auch mal in Frieden lassen. Die Udam sowieso. Oh, guck mal, hier kann ich hoch. Hey. Ach. Oh, da hinten ist einer. Ich werde ihn erstmal anschießen, damit er verletzt wird. Und dann mein Tier draufhetzen. Denn wir haben ja nicht zuletzt hier den Jaguar dabei, der extrem schnell ist. Aus diesem Grund.
Wow. Wo läuft der rein? Das ist so eine gute Idee ist, eben hier reinzufolgen. Oh, wenn er weiter so wegläuft. Ich hoffe mal, dass unser Jaguar ihn stellen kann. Ansonsten kriegen wir nämlich ein richtiges Problem. Wow, okay, er nimmt den Kampf an. Und tot ist er. Oh, da ist noch irgendwas anderes. Ich brauche aber erstmal die Haut, oder habe ich die? Da steckt aber noch ein Speer von uns drin, den hätte ich gerne wieder. Danke. Ach, das ist unser Kätzchen, was da heult. Oh nein, es hat Schmerzen. Wir heilen es schnell. Mit Fleisch. So, alles wieder gut. Alles wieder prima. Funktioniert bei mir übrigens auch. Einfach Essen machen. Dann geht's mir wieder gut. Gut, liebe Leute. Das soll es ja gewesen sein für diese Episode. Die Nacht ist eingebrochen. In der nächsten Episode machen wir uns dann weiter auf den Weg Richtung Osten. Werden dann hier wahrscheinlich dieses Speerleuchtfeuer entzünden. Und vielleicht mal hier diese Quest annehmen. Von Tensai, dem Schaman. Beziehungsweise, angenommen haben wir sie ja schon. Wir werden sie ausführen. Also, schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.